Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Edge of Empires Online mit mir, dem Halimani. Mit mir, dem Max. Und mir, dem Jan. Gut, ja. Wir fangen mit den sehr netten Begrüßungen. Wir fangen mit den Kelten an. Wie ihr seht, es ist schon auf Premium. Alles. Ja, also nicht wundern, Pascal hat sich das Premium nicht gekauft. Genau, ich hab's mir verdient. Ich hab's mir verdient durch schwere, hartselige Arbeit. Er hat den Server gehackt. Genau. Hat jemand eine Idee für den Stadtname? Mach, warte, warte. Supernova Town. Nein, mach, doch Supernova Town oder so, keine Ahnung. Super. Ich schreib's aber ohne Null, oder? Ja, einfach mit O. Supernova Town. Okay. Ja, wir spielen jetzt noch mit Tutorial. Habe ich jetzt vergessen auszumachen. Habe ich auch einfach, glaube ich. So, ein sehr schönes Intro. Benenne deine Hauptstadt im Stadtauswahlmenü um, indem du auf die Zivilisationsregisterkarte klickst und die Option Umbenennen aus. Dankeschön fürs zu Ende lesen. Übrigens wollte ich euch noch sagen, falls Pascal irgendwann nicht mehr weiterkommt, zum Beispiel, werden entweder ich oder Jan ihm durch Koop helfen. Ja, sowas wird es auch bei den anderen geben. Zum Beispiel will Max auch noch Let's Plays anfangen mit Edge of Empires. Ja. Ich verrate aber noch nicht was und wie viel. Ich weiß nicht, ob Jan. Nein, ich denke, ich werde eher vielleicht mal helfen im Koop, aber ansonsten nicht. Ja, das reicht. Drei Let's Plays auf dem Kanal. Von dem einen wäre ein bisschen viel. Und? So, unsere erste Mission ist, 9 Barbaren zu töten. Echt schwer. Pass auf, ob du es überhaupt schaffst. Ja, die Anfangsmissionen sind immer die schwersten. Ja. Danach wird's noch schwerer. Okay, mein Internet ist jetzt wieder recht stabil geworden. Sehr gut. Falls euch interessiert, mein Internet hat gerade ein bisschen rumgespackt. Ja. Deswegen. Und nicht wundern, wenn unsere Verbindung auf einmal unterbricht. Es ist ja Skype. Mein Internet kann es jetzt nicht mehr sein. Ja, dann ist es entweder Skype oder mein lieber Internetanbieter, der mich schon seit Monaten aufregt. Ja, übrigens, ich krieg bald eine neue Internetverbindung, eine 10.000er Leitung. Mal gucken. Meine Mutter will nochmal erhöhen. Sie ruft bei 1:1 an, dann macht sie ein bisschen höher. Sehr gut. Ich habe gerade einen Schatz gefunden. Warum ist der nicht bewacht? Und sie will mir die Hälfte der Priorität geben, der Internetverbindung. Wow. Okay, ich würde meinem Vater machen, nicht meine Mutter, aber egal. Du bist bei Steam eingeloggt, oder Pascal? Nee. Nein, okay, dann hoffe ich mal, du siehst es jetzt gerade nicht. Weil, ich würde jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt auch Age of Empires spielen, aber ich bedanke mich bei Microsoft, dass mein Server gerade down ist. So, ich habe die Mission geschafft. Echt hammerschwer. Ich habe es in einer Minute 40 circa geschafft. Oh, das scheint schwer zu sein. Hätte schneller sein können, aber das ist eben die Schwierigkeit. So, jetzt komme ich zum ersten Mal in die keltische Hauptstadt. Mission abgeschlossen. Um die Belohnung in Empfang zu nehmen, klicke auf den Missionsgeber in deiner Hauptstadt. Okay. Du bist schon Level, du bist schon Stufe 20, wa? Nee, das ist, hier kriegt man einfach Stufe 20. Ja, du bist doch Premium. Ja, das ist aber nur bei den Super Pro Kulturen. Ach so. Sonst nicht, leider. So, erste Mission abgegeben. Was haben wir bekommen? Technologie-Dorfzentrum haben wir eben frei bekommen. Sehr gut. Ja, ich habe noch nie eine Missionskarte verwendet. Oh, jetzt kommt die schwere Mission. Genau die gleiche, die du bei den Griechen hattest. Nahrung sammeln, Dorfbewohner ausbilden, Bärenfelder finden, Fischgründe finden und Rehherden finden. Oha. Ja. Das ist extrem. Ja, ich bin gerade Stufe 5 geworden. Glückwunsch. Ja, eine Stufe 5 geworden. Dankeschön. Ressourcen sammeln, ja. Also ich hoffe mal, ihr wisst. Kurz stumm. Ich war kurz stumm, weil ich es genießt habe, also. Okay. Ja, ich hoffe, die Zuschauer wissen, was wie Edge funktioniert. An die Zuschauer, falls ihr entdeckt, dass ich noch nicht so ein hohes Level bin, also ich bin, glaube ich, Level 21 oder 22. Erstens liegt es daran, dass ich heute nicht lange spielen konnte. Und ich bin auch nur 2 Tage bei Age of Empires Online, also. Genau, er ist noch nicht lange dabei. Ich war nicht lange dabei. Ja. Ah, ihr beide findet das Spiel auch super, habt ihr gesagt?
Ja, auf jeden Fall, ich will es bis Stufe 40 schaffen. Also, ich muss sagen, die Anmeldung ist wirklich für den Arsch. Die könnten sie wirklich mal ein bisschen leichter machen. Aber es lohnt sich wirklich, dieses Spiel zu haben, weil ich habe ja auch Age of Empires 3. Wollte ich ja auch eigentlich Let's Playen, aber da dachte ich mir, Age of Empires Online ist einfach mal viel geiler. Genau. So, da haben wir einen Schatz gefunden. Hammer. Cool. Ja, erklärt mir gerade, was ein Schatz ist. Für jeden, der nicht weiß, was ein Schatz ist. An den Schätzen sind Wächter, die muss man töten. Wenn man die getötet hat, kann man den Schatz aufnehmen. Und dort findet man Belohnungen, entweder Ausrüstung, Rohstoffe. Man kriegt eine Truhe und in den Truhen sind da was drin. Ja gut, okay. Dann kriegt man noch eine Truhe. Du musst natürlich auch richtig erklären, Pascal. Auch erklärst du natürlich. Das ist auf meine Art. So auf die scheiße Art. Auf die Nubige Art. Oder auf die Nubige Art. Kannst du auch gar nicht erklären. Also, ich glaube, bei den ersten Missionen braucht Pascal jetzt noch keine Hilfe, also in dieser Aufnahmesession. Aber ab der nächsten Aufnahmesession werde ich Ihnen vielleicht helfen. Mal sehen. Mal sehen, ob ich dich lasse. Ich habe hier gerade die Mission bekommen, dass ich die Hauptstadt eines Freundes besuche. Ja, dann komm in meine große Superhauptstadt. Du gehst auf Pascals Namen rauf? Du gehst mal da auf dieses Party-Einladung, da wo diese drei Köpfe und das Plus ist an der Seite rechts, links. Ah ja, ich sehe es. Ja, dann gehst du auf Pascals Namen, da dieses Schwerterzeichen da neben seinem Namen. Ja. Und da muss irgendwie Imperium besuchen oder sowas stehen. Imperium ansehen. Ja, sowas. Da ist MCM, da sind meine anderen Freunde, die ich alle nicht kenne. Und wo soll ich reingehen? Ich geh mal. Irgendeine Stadt. Such dir eine aus. Nimm nicht die Geld. Genau, komm da. Ja, die Stadt ist aber noch nicht wirklich entwickelt. So, da haben wir die Mission wirklich schon geschafft. Echt schwer. Und, ich wollte jetzt nochmal sagen, falls ihr mich bei Age of Empires nicht wiedererkennt, ich bin nicht mit 7A, ich bin M46AX. Das können wir auch kurz einblenden. Mein Name ist nämlich schon gegeben. Da. Ach ja, nochmal an den Faker. Schönen Dank auch. Wer nimmt denn bitte schon 7A? Niemand nimmt 7A, nur ich nehme 7A. Jetzt kommt eine weitere schwere Mission. Ein Lagerhaus errichten, 200 Holz sammeln, ein Haus errichten und eine Gesamtbevölkerung von 15. Schaffst du es doch? Bin ich mir nicht sicher. Doch? Ist aber nicht Koop, das ist ja schlimmer. Oh, das ist scheiße. Ja. Sonst könnt ihr ja nicht schnell helfen. Ich würde alleine durchwaschen. Jetzt ist die Frage, durch was er durchwaschen würde. Bestimmt noch ohne Zeitbegrenzung, war? Ja. Oh, oha. Echt hart. Das ist extrem. Soll ich nochmal machen? Haus errichten? Bla bla. Baut eine Frage. Kennt ihr so eine Chili-Soße? Immer so als Frage. Ja, ich kenn Chili-Soßen. Kann man die als Nacho-Dip benutzen? Also, das weiß ich nicht. Weil ich hab kein Nacho-Dip mehr, der ist gerade leer geworden. Da kommen auch schon Wölfe. Alter, wie viele Wölfe sind denn hier? Ist noch einer? Das sind doch schon wieder Wölfe? Oh ja, die Wölfe sind nicht nett. Die töten sich immer. Wenn man die am Anfang gleich alles in den Arsch geschoben bekommt, ey. Sascha spielt jetzt Call of Duty Modern Warfare 2. Ich hoffe, er rastet aus. Hätte er Fraps, dann könnte er aufnehmen. So. Hier steht... Ach komm, jetzt geht die nicht wirklich Nahrung sammeln. Wir brauchen Holz, nicht Nahrung. Und mal so an alle, die mal schnell lachen wollen, guckt euch den Minecraft-Part an, wo steht, Sascha wird extrem getrollt oder ja. Wie die Folge denn nennen werden. Also nicht das erste Mal, wo Sascha getrollt wird, sondern das zweite Mal. Und das ist der Hammer, kann ich nur schon jetzt sagen. Wir wollen nicht sagen, was es jetzt ist, guckt euch einfach an. Hier steht der Tipp, nimm dich vor Löwen in Acht, Wölfen und Löwen. Hä, wo gibt's denn Löwen? Ach, die gibt's bei den Ägyptern, aber warum steht... Okay, es interessiert den Kelten zwar jetzt wirklich überhaupt nicht, aber okay. Ist bei den Kelten eigentlich auch Schnee? Bei der... Bis jetzt habe ich noch keinen Schnee. Nein. So, jetzt brauche ich noch einen Dorfbewohner, dann habe ich die Mission geschafft, aber war echt schwer. Ja, kann ich mir vorstellen. Fast 2 Minuten dafür gebraucht. Ja, genau 2 Minuten.
falls ihr Age of Empires online spielen wollt, ich glaube, Pascal packt den Link von der offiziellen Seite in der Beschreibung. Ja. Falls man sie nicht finden sollte. Sollten wir bei Minecraft einfach mal auch machen, weil wir benutzen ja sozusagen das Spiel von, also benutzen das Spiel von denen, deswegen könnten wir es ja auch mal machen. Oh, ich erlerne Kaserne und Speerkämpfer. Ja, ich finde, es ist auch einfach besser, also vielleicht, ich weiß nicht, ob es so welche gibt, vielleicht finden ja manche die Seite nicht. Oh, wow. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber egal. Sieh nur all diese Technologien an. Hier benutzt du deine Technologiepunkte, die du erhältst. Ach, wirklich? Ja, aber irgendwie bringt das auch was, weil zum Beispiel, ich glaube, es gibt bestimmt eine Seite, wo Minecraft so gefaked ist und wo man also eine Abzocke. Deswegen wäre es besser, wenn wir die. Aber ich glaube nicht, dass das. Ach, egal. So, jetzt darf ich die Aufrüstungshalle bauen. Ach nee, Ausrüstung, nicht Aufrüstung. Naja. So, wo bauen wir die denn am besten? Ich versuche hier die Stadt schön zu bauen. Das ist ja Supernova Town. Nicht so wie deine griechische. Nicht so wie meine griechische Schrottmetropole. Wo bauen wir da hin? Wo hab ich die Schatztruhe her? Egal. Verdammt, mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, den Schatz von einer Mission gerade mitzunehmen. Ich kann es erledigen. Oh, das war schwer, Aufrüstungshalle bauen. Kaserne errichten. Das bist du wirklich. Oh, jetzt bin ich so mit Gegnern. Ich hab dich gesehen, dass die Wachtürme von Gegnern sind. Oh mein Gott. Für alle, die nicht wissen, was ich gerade mache, ich rüste gerade meine Einheiten auf. Wo? Naja, hier im Spiel. So, beginnen wir mal. Besiege die Barbaren. Hammer schwer. Also ich hasse es. Was kannst bei dir auch so, dass wenn du NBA spielst, dass da immer diese dieses Fenster von Dings da vorkommt? Von Steam. Ja. So, da lang. Oh, die Barbaren sind aber sehr stark. Hallo, bewegt euch, wir werden angegriffen. Was macht ihr? Ah, fuck. Okay, pass. Du hast eine Kaserne errichtet. Um neue Infanterieeinheiten auszubilden, wähle das Gebäude aus und klicke dann auf das Baumenü und dann auf das Symbol. Okay. Cool. Die kosten gar kein Gold hier. Nein? Nö. Sehr easy. Ich glaube, ich verliere die Mission. Ich glaube, du bist nicht gerade sehr gut bei Dings, war? Nein. Ich hab Strategie? Ist das so dein Ding? Ich glaube, Age of Empires, er hat spielt seit zum ersten Mal seit heute. Ja. Naja, seit gestern, aber ist egal. Ja. Ja, die Mission man lernt war schwer. Was musst du machen? Wie heißt die Mission Nachbarschaftsgefälligkeit? Vorhin, ich hatte eine Mission, hat sie fast fertig und da ist mein Server down gegangen. Das gleiche hatte ich auch vorhin noch. Bin ich fast ausgerastet. Bei der ägyptischen. Ich hätte nur noch eine Festung zerstören müssen. Ihr Server, der Server ist down, steckt mir so, Alter. Na, ich war gerade dabei, 7 Balliste zu bauen. Okay. 3 davon standen schon. Und du weißt, wie extrem die Balliste sind. Ja, und du weißt auch, wie extrem die griechischen Pferde sind. Die bestimmten da. Die in einer Mischung. Dann ist die Party los. Wir dachten, wir verkacken, haben es aber doch trotzdem noch geschafft. Aber gerade noch so. Hey, gerade noch so, wir haben es locker geschafft. Ja, am Ende hatte ich sehr wenig Kavalleristen nur noch. Ja, aber guck mal, wie viele wir beide noch ausgebildet haben. Ich habe noch da am Ende noch 7 Balliste aufgebaut. So. Ja, gut. So. Wir müssen ja mal so eine Special-Folge machen, wo wir beide mit den Griechen spielen. Ja. Vielleicht sogar irgendwann mal Kreta. Irgendwann bald. Stimmt, bald. Och, da kommen schon wieder die Wölfe, ey. Ich hab doch schon über 200 Imperiumspunkte. Das stimmt. 450, dann hast du es. Ja. Oh, da kommt schon der Widerstand.
Ich teste meinen Server jetzt schnell nochmal aus. Ich hoffe, der ist jetzt online. Also der ist jetzt Startler hier. So. Mal los. Man kann nie zu viele Einheiten haben. Nein, das kann man wirklich nicht. Doch, wenn man zu wenig Häuser hat. Ja gut, schon dann. Oder wenn man keine mehr bauen darf. Oder wenn man kein Haus hat, in dem man leben kann. Nur immer noch der Server down. Oder ein Pappkarton vielleicht als Haus hat. Hm. Okay, der Server ist immer noch down. Bescheuert. Ja, ein Glück ist meiner jetzt gerade nicht down. Ja, das ist gut. Aber deiner sollte auch online sein. Gut. Hm. Dann kommt das eben nächstes Mal, dass wir alle drei gleichzeitig zocken. Naja, das Wichtigste ist ja, dass du zockst. Genau. Aber irgendwie, wenn ich nicht mitzocke, habe ich immer mit irgendwas ein Problem, ist mir gerade aufgefallen. Letztes Mal bei Dota. Was macht die Kaserne kaputt? Ist die Folge eigentlich schon oben? Von Dota? Ja. Mit Jan? Ja. Die wird heute Nacht dann, glaube ich, hochgeladen. Also gerendert, alles bereit schon. Okay. Ich vermute mal, die werde ich dann heute Nacht gleich hochladen. Pascal, zockst du eigentlich noch Torchlight? Naja, da warte ich, bis du das denn hast, glaube ich. Wollen wir es denn in Koop machen oder was? Ja. Ist das eigentlich free to play? Nee. Mhm. Okay. Aber das ist wie, Diablo. Diablo 3 plus 1000 mal billiger. Und besser soll es auch sein. Ja, finde ich zumindest. 1899 statt fast 60. Also ich hol's mir, glaube ich, denn ich weiß nicht, ob ich mir noch diesen Mod oder nächsten Monat. Ja, ist nicht schlimm, ich habe jetzt sowieso genug zu tun. Stimmt. So, Mission abgegeben. Oder gibt's ja sogar Errungenschaften bei Level aufgestiegen. Man kriegt pro Level Aufstieg Imperiums. Kriegt man? Zumindest habe ich jetzt welche bekommen. Oh, wusste ich ja gar nicht. Ich rüste meinen Speer mal aus. So, der Speer ist das Wichtigste.